gibt der SK Rapid noch einen Spieler ab. Wie die Krone berichtet, soll Kelvin Arase aktuell keine rosigen Aussichten bei den Hütteldorfern haben. Der 19-jährige Offensivspieler wird mit dem 2-Liga-Aufsteiger SV Horn in Verbindung gebracht, wo sich mit Trainer Carsten Janka ein alter Bekannter aus Rapid-Zeiten freuen würde. Noch dazu, wo am Flügel Handlungsbedarf besteht. Bei Rapid durfte Arase heuer etwa im Test gegen den HSV ran, ansonsten läuft er in der Regionalliga Ost für Rapid 2 auf. Die besten Bilder der 5. Bundesliga-Runde, Bild 1 von 78, Urheberrecht GEPA Rapid Innsbruck 2:1, Bild 2 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 3 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 4 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 5 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 6 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 7 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 8 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 9 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 10 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 11 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 12 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 13 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 14 von 78, Urheberrecht GEPA, Hartberg Lask 0:1, Bild 15 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 16 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 17 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 18 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 19 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 20 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 21 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 22 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 23 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 24 von 78, Urheberrecht GEPA, Wolfsberger ACSK Sturm Graz 1:1, Bild 25 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 26 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 27 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 28 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 29 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 30 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 31 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 32 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 33 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 34 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 35 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 36 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 37 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 38 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 39 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 40 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 41 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 42 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 43 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 44 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 45 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 46 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 47 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 48 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 49 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 50 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 51 von 78, Urheberrecht GEPA, SCR Eintracht Red Bull Salzburg 2:3, Bild 52 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 53 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 54 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 55 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 56 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 57 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 58 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 59 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 60 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 61 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 62 von 78, Urheberrecht GEPA, Bild 63 von 78, Urheberrecht GEPA, SKN St.
Pölten FK Austria Wien 0:0 Bild 64 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 65 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 66 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 67 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 68 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 69 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 70 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 71 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 72 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 73 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 74 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 75 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 76 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 77 von 78 Urheberrecht GEPA Bild 78 von 78 Urheberrecht GEPA Textquelle Urheberrecht Laola 1.ATSK Rapid selbstkritisch, so etwas geht nicht immer gut. Zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare rechtliche Hinweise. Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.